Parodontitis, auch bekannt als Parodontose, ist eine N-1/4-endliche Erkrankung des Zahnhalteapparats, die unbehandelt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen FA1/4 kann. Viele Menschen fragen sich, ob Parodontitis geheilt werden kann oder ob sie eine lebenslange Erkrankung ist. In diesem Video werde ich genauer auf die Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Parodontitis eingehen, um die Frage zu klären, ob diese Erkrankung geheilt werden kann. Parodontitis wird durch eine Ansammlung von Plaque verursacht, die zu einer N-1/4-Endung des Zahnfleischs FA1/4 kann. Wenn die Plaque nicht regelmäßig entfernt wird, kann sie sich unter dem Zahnfleischrand ansammeln und zu Zahnfleischtaschen FA1/4, in denen sich Bakterien vermehren können. Diese Bakterien produzieren Toxine, die das umliegende Gewebe angreifen und zu N-1/4-Endungen FA1/4. Die Symptome von Parodontitis sind oft schmerzlos und daher von den Betroffenen nicht immer sofort wahrgenommen. Zu den häufigsten Symptomen gehören Zahnfleischbluten, Zahnfleischratungen und Schwellungen, Mundgeruch, lockere Zähne und ein zu einviertelzickendes Zahnfleisch. Wenn diese Symptome auftreten, ist es wichtig, schnellstmöglich einen Zahnarzt aufzusuchen, um eine Diagnose zu erhalten und mit der Behandlung zu beginnen. Die Behandlung von Parodontitis zielt darauf ab, die N-1/4-Endung zu stoppen, die Bakterien zu beseitigen und den Zahnhalteapparat wiederherzustellen. In den FA1/4-Stadien der Erkrankung kann eine professionelle Zahnreinigung ausreichen, um die Plaque zu entfernen und die N-1/4-Endung zu lindern. In fortgeschrittenen FA-Ländern kann jedoch eine Parodontalbehandlung erforderlich sein, bei der Zahnfleischtaschen gereinigt und desinfiziert werden. Die Antwort darauf ist nicht ganz einfach, da Parodontitis eine chronische Erkrankung ist, die nicht vollständig geheilt werden kann. Es ist jedoch möglich, die Krankheit erfolgreich zu kontrollieren und das Fortschreiten der N-1/4-Endung zu stoppen. Eine regelmäßige und GA1/4-endliche Mundhygiene, regelmäßige Zahnarztbesuche und eine gesunde Ernährung sind entscheidend, um die Gesundheit des Zahnhalteapparats zu erhalten. In einigen FA-Ländern kann Parodontitis sogar zu Zahnverlust FA1/4, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. In solchen FA-Ländern kann eine Parodontalchirurgie erforderlich sein, um Schaden am Zahnhalteapparat zu reparieren und die Zähne zu erhalten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Behandlung von Parodontitis nicht nur die Mundgesundheit verbessert, sondern auch das Risiko FA1/4 andere Erkrankungen wie Herzerkrankungen und Diabetes senken kann. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass Parodontitis eine ernsthafte Erkrankung ist, die rechtzeitig und konsequent behandelt werden muss. Eine vollständige Heilung ist zwar nicht möglich, aber mit einer guten Mundhygiene, regelmäßigen Zahnarztbesuchen und einer gesunden Lebensweise kann die Krankheit effektiv kontrolliert werden. Es ist wichtig, die Symptome von Parodontitis ernst zu nehmen und FA1/4-zeitig zu handeln, um schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden. Denken Sie daran, dass Ihre Mundgesundheit einen großen Einfluss auf Ihre allgemeine Gesundheit hat, K1/4 mehren Sie sich also gut um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch.